Das Modell der didaktischen Rekonstruktion kennen Sie bereits als Planungsinstrument für Ihre Unterrichtssequenzen mit einer Sachanalyse, dann einer Präkonzepterhebung und schlussendlich mit der Didaktik und Methodik Ihrer Sequenz. Das Ziel des NMG-Unterrichts ist also nicht das Anhäufen von Inselwissen, also das additive Lernen von Einzelfakten, sondern das Ziel ist, sinnstiftende Zusammenhänge von grundlegenden Prinzipien, von Phänomenen und von Regeln zu erkennen, zu verstehen und in neuen Situationen wiedererkennen und anwenden zu können. Dies nennt man auch kumulatives Lernen. Wie gelangen wir nun vom additiven zum kumulativen Lernen? Ein Kind, das alle Planetennamen runterrattern kann, hat additives Wissen angehäuft. Wir möchten aber, dass dieses Kind ein grundsätzliches Verständnis über die Planetenbahnen, die Bewegungen der Planeten um die Sonne lernt, so dass es auch schlussendlich die Mondphasen durch die Planetenbewegungen erklären kann und grundsätzlich ein Kenntnis über unser Sonnensystem entwickelt. Wir möchten, dass die Kinder Herrschaftssysteme und Machtverhältnisse hinterfragen können und sich Gedanken über Gerechtigkeit machen können. Oder wir möchten, dass die Kinder grundsätzliches Verständnis für den Kohlenstoffkreislauf entwickeln und dadurch Voraussetzungen haben, den Klimawandel zu verstehen. Um einen gewinnbringenden Unterricht zu planen, müssen Sie selber für sich die Sache klären, indem Sie Ihren eigenen Erfahrungs- und Wissenshorizont anzapfen, zum Beispiel mit ABC-Listen, mit Mindmaps oder mit Conceptmaps. Fragen Sie Ihre Dozierende der entsprechenden Perspektive und recherchieren Sie in Fachbüchern und auf dem Internet, wie Wikipedia, seriöse Zeitungen oder Zeitschriften, Lehrerkommentare der empfohlenen Lehrmittel und natürlich Dokumentarfilme, Wissenschaftssendungen und Tutorials auf YouTube. Erstellen Sie aus diesem Wissen eine Sachlogik, also eine Liste, welche Themen von welchen Themen abhängen, was also zuerst unterrichtet werden muss und was danach. Vermeiden Sie dabei auch bei bekannten Themen die Recherche nicht, zum Beispiel bei der Hauskatze. Sie alle kennen die Hauskatze, dass sie ein Fleischfresser ist und zu den beliebtesten Schweizer Heimtieren gehört. Aber kennen Sie folgende aktuelle Informationen?